Und somit rufe ich jetzt Tagesordnungspunkt 2 auf und wir kommen somit zur Regierungserklärung des hessischen Ministers der Justiz mit dem Titel »Mit dem hessischen Pakt für den Rechtsstaat machen wir unsere Justiz zukunftsfest«. Die vereinbarte Redezeit beträgt 15 Minuten. Ich darf das Wort an Herrn Staatsminister Prof. Dr. Poseck geben. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Rechtsstaat ist eine der tragenden Säulen unserer Demokratie. Er ist Markenzeichen und Erfolgsfaktor unseres Landes. Gerade in diesen Monaten demonstriert Russland unter Putins Führung, wie schrecklich eine Herrschaft ist, die skrupellos auf Brutalität und Stärke anstatt auf Regeln setzt. Unser Land ist anders. Bei uns gilt die Macht des Rechts und nicht die Macht des Stärkeren. Ministerpräsident Boris Rhein hat in seiner Regierungserklärung im Juni einen hessischen Pakt für den Rechtsstaat angekündigt. Und ich freue mich sehr, dem Hessischen Landtag heute Inhalte dieses Pakts für den Rechtsstaat präsentieren zu können. Dabei steht für uns die Steigerung der Leistungsfähigkeit der hessischen Justiz im Mittelpunkt. Die Justiz ist das zentrale Element des Rechtsstaats, denn sie bringt diesen zur Geltung. Debatten auch in diesem Hause zeigen in der Regel einen Grundkonsens über elementare Fragen des Rechtsstaats. Es gibt Gemeinsamkeiten der demokratischen Parteien über diese Grundprinzipien. Und die würde ich sehr gerne auch in den Hessischen Pakt für den Rechtsstaat mitnehmen. Und ich lade Sie daher herzlich ein, mitzuwirken und mitzugestalten. Der Pakt für den Rechtsstaat kann in Hessen auf einem festen Fundament aufbauen. Das heißt nicht, dass es nicht Optimierungsmöglichkeiten und auch Notwendigkeiten gibt. Aber wir sollten uns davor hüten, vom Status quo ein Zerrbild zu zeichnen und diesen immer schlecht zu reden. Das schadet den Richtigen und nutzt den Falschen. In der Justiz unseres Bundeslandes sind mehrere tausend Bedienstete, egal ob als Richter, als Staatsanwältin, als Rechtspflegerin oder als Mitarbeiter des Justizvollzuges tätig, die unseren Rechtsstaat mit herausragendem Engagement, mit hoher Kompetenz, mit uneingeschränkter Rechtschaffenheit und mit einem klaren Berufsethos tragen. Ihnen möchte ich an dieser Stelle meinen großen Dank aussprechen und Ihnen meine Rückendeckung versichern. Diese Rückendeckung braucht unsere Justiz erst recht in Zeiten, in denen Teile der Gesellschaft Parallelwelten aufbauen und die Legitimation von Recht und Rechtsprechung infrage stellen. Lassen Sie mich nun folgende Bestandteile des Hessischen Pakts für den Rechtsstaat herausstellen. Als erster und ganz zentraler Punkt steht hier die personelle Verstärkung der hessischen Justiz. Ich will nicht die neue Maßeinheit eines oder mehrere Wumse bemühen, aber wir handeln hier sehr kraftvoll. Das Hohe Haus wird in dieser Plenarwoche über einen Haushaltsentwurf für 2023 und 2024 beraten, der fast 500 neue Stellen für die Justiz vorsieht. Das ist eine in der Geschichte des Landes Hessen einmalige Verstärkung in 2 Jahren mit einem klaren Schwerpunkt bereits auf dem kommenden Jahr 2023. Wir wollen unter anderem 100 zusätzliche Stellen für Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte schaffen. Parallel sollen auch die Serviceeinheiten mit 100 Stellen zusätzlich ausgestattet werden. Weiterhin sind unter anderem 55 Stellen für Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger sowie 43 Stellen für den Justizvollzug vorgesehen. Die personellen Verstärkungen sollen dort ankommen, wo Belastungen im Moment hoch sind.
An erster Stelle sollen daher die neuen Staatsanwaltschaften in Hessen profitieren, die im Schnitt mehr als 4 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte jeweils zusätzlich erhalten werden. Im Richterbereich sollen die Landgerichte der Schwerpunkt bei den personellen Verbesserungen sein. Jedes der neuen Landgerichte wird mindestens eine weitere Kammer einrichten können. Bei den größeren Landgerichten in Kassel, in Frankfurt und in Darmstadt werden es mehrere neue Kammern sein. Auch der Verwaltungsgerichtshof soll im Richterbereich mit 3 Stellen und einem zusätzlichen Senat deutlich verstärkt werden. Damit setzen wir auch einen inhaltlichen Akzent und unterstützen die zügige Bearbeitung von umfangreichen Verfahren zu Infrastrukturvorhaben, die gerade in der heutigen Zeit so wichtig sind, um Energiesicherheit zu gewährleisten. Zu dem Paket mit den 477 neuen Stellen habe ich sehr viele positive Rückmeldungen aus der Justiz erhalten. Ich verweise insoweit auch auf eine Presseerklärung des Hessischen Richterbundes. Nicht ganz überraschend gibt es auch Stimmen aus der Politik und von einzelnen Berufsgruppen in der Justiz, zum Beispiel dem Rechtspflegerverband, die sich noch mehr Stellen wünschen. Ich will darauf mit folgenden Argumenten eingehen. Die gute personelle Ausstattung der Justiz ist eine Daueraufgabe, die nicht mit dem Doppelhaushalt 2023-2024 endet. Soweit ich Einfluss nehmen kann, werde ich mich persönlich mit ganzer Kraft auch nach 2024 für eine starke Berücksichtigung der Justiz im Personalhaushalt des Landes einsetzen. Personelle Verstärkungen für die Justiz haben jedoch auch immer haushalterische und tatsächlich praktische Grenzen. Mit fast 500 neuen Stellen in 2 Jahren gehen wir aus meiner Sicht an die Grenze des im Gesamtgefüge Verantwortbaren. Der Stellenaufwuchs liegt auch im personalwirtschaftlichen Bereich in einem Maximalbereich. Schließlich müssen Einstellungsverfahren durchgeführt und Ausbildungen in der Justiz absolviert werden. Ein zweiter zentraler Punkt des Pakts für den Rechtsstaat wird die Steigerung der Attraktivität der Justiz als Arbeitgeber sein. Keine Frage, zusätzliche Stellen sind wertlos, wenn sie nicht besetzt sind. Deshalb werden wir alles daran setzen, die Stellen so schnell wie möglich zu besetzen. Über Hamburg war in diesen Tagen zu lesen, dass dort in den Serviceeinheiten inzwischen jede 4. Stelle nicht mehr besetzt ist. Davon sind wir in Hessen zum Glück sehr weit entfernt. Aber wir müssen in diesen Zeiten intensiv an der Attraktivität der Justiz als Arbeitgeber arbeiten und eine intensive Nachwuchsgewinnung betreiben. Ein Baustein wird in diesem Zusammenhang die Verbesserung der Besoldung der Richterinnen und Richter und der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sein. Konkret planen wir, die beiden ersten Erfahrungsstufen bei den Einstiegsgehältern zu streichen. Dadurch ergibt sich ein erhebliches Plus für Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger. Persönlich strebe ich an, diese Verbesserung bei der Besoldung auch auf alle R-Kräfte zu übertragen, die sich noch in den Erfahrungsstufen befinden. Das heißt, dass mehr als 60% der Richterinnen und Richter, der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in Hessen davon profitieren werden. Das ist auch im Ländervergleich eine einmalige Verbesserung in der Besoldungsstruktur für Richter und Staatsanwälte. Auch in anderen Laufbahnen werden wir selbstverständlich eine Steigerung der Attraktivität anstreben, zum Beispiel durch ein Mehr an Flexibilität bei den Arbeitsbedingungen. Der dritte Teil des Hessischen Pakts für den Rechtsstaat sind moderne Arbeitsbedingungen und Rahmenbedingungen. Im Mittelpunkt steht die Einführung der elektronischen Akte. Aber auch die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz werden wir nutzen, soweit dies sinnvoll und rechtsstaatlich verantwortbar ist. Wir werden das Tempo bei der Einführung der elektronischen Akte erhöhen. Beispielsweise stehen wir im Moment unmittelbar davor, sie beim Landgericht in Kassel in den Zivilverfahren einzuführen.
Nach unserem derzeitigen Plan ist es beabsichtigt, den gesamten Zivilbereich aller Landgerichte im ersten Halbjahr des nächsten Jahres und anschließend die Ziviljustiz der Amtsgerichte auf die elektronische Akte umzustellen. Um dies zu erreichen, haben wir zahlreiche personelle und organisatorische Maßnahmen ergriffen. Wir haben die Weichen so gestellt, dass wir das gesetzlich vorgegebene Ziel der Einführung der elektronischen Akte bis zum Jahr 2026 erreichen. Zu unserem Rechtsstaat gehört ein moderner Justizvollzug, den ich daher als 14. Baustein des Pakts für den Rechtsstaat hervorheben möchte. Meine Besuche in den Justizvollzugsanstalten haben mich beeindruckt, weil sie sehr lebendig gezeigt haben, wie die Bediensteten unseres Justizvollzuges das Menschenwürdeversprechen des Grundgesetzes rund um die Uhr zur Geltung bringen. Sie setzen sich mit Augenmaß und mit Empathie für die Resozialisierung der Gefangenen und unsere Sicherheit ein. Und ich bin sicher, dass auch die Mitglieder des UJV, die ihre Sitzung am vergangenen Donnerstag in Butzbach durchgeführt haben, genau diesen Eindruck mitgenommen haben. Wir werden im Rahmen des Pakts für den Rechtsstaat auch in den Justizvollzug weiter investieren. Dazu zählen nicht nur die bereits genannten personellen Verstärkungen, sondern auch erhebliche Investitionen in Bau und in Sicherheit. Der Doppelhaushalt 2023-2024 sieht 20 Hochbaumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von ca. 160 Millionen Euro vor. Diese Summe ist ein starkes Bekenntnis zu einem modernen Strafvollzug. Der fünfte Punkt des Pakts für den Rechtsstaat ist auf die Herbeiführung effizienter rechtlicher Rahmenbedingungen, vor allem im Verfahrensrecht, gerichtet. Diese sollten Hand in Hand gehen mit den bereits angesprochenen personellen Verbesserungen, weil diese so noch eine größere Kraft entfalten können. Massenverfahren, vor allem die sogenannten Dieselverfahren oder die Fluggastrechteverfahren, binden in einem unverhältnismäßigen Maße Personal, das für andere Verfahren dann nicht zur Verfügung steht. Die Hilferufe aus der Praxis sind laut, bundesweit. Abhilfe tut Not. Ich verweise insoweit auf die konkreten Vorschläge in der Bundesratsinitiative des Landes Hessen, die am vergangenen Freitag ein einstimmiges Votum im Bundesrat erfahren hat. Die Zustimmung aller Länder beweist, dass es hier nicht um Parteipolitik, sondern um ein dringendes fachliches Anliegen geht. Ein wesentlicher Bestandteil der Initiative ist die Schaffung eines Vorabentscheidungsverfahrens zum Bundesgerichtshof, damit die Verfahrensführung durch schnellere Leitentscheidungen erleichtert wird. Es ist unverständlich, dass der Bundesjustizminister der Praxis an dieser wichtigen Stelle bislang die Unterstützung verweigert. Für eine Debatte über die Streichung einzelner Strafvorschriften bin ich offen. Eine breite Entkriminalisierung wäre aus meiner Sicht der falsche Weg. Aber persönlich halte ich zum Beispiel eine Streichung oder Veränderung der Strafvorschrift des Erschleichens von Leistungen, also des Schwarzfahrens, im Rahmen eines Entlastungskonzeptes für die Justiz für erwägenswert. Es ist nicht zu verkennen, dass die Verfolgung von Straftaten nach § 265a Strafgesetzbuch erhebliche und eben möglicherweise auch unverhältnismäßige Ressourcen bindet. Als sechsten Baustein des Pakts für den Rechtsstaat benenne ich das Ziel einer effektiven Strafverfolgung. Das Vertrauen in den Rechtsstaat und in die Justiz hängt wesentlich davon ab, dass Strafverfolgung effektiv, konsequent und gerecht ist. Und auch an dieser Stelle verfügen wir in Hessen über ein starkes Fundament. Ich will nur beispielhaft auf die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, die ZIT, hinweisen, die deutschlandweit Vorbildcharakter hat.
Die vorgesehene deutliche personelle Stärkung der Staatsanwaltschaften vor Ort und der Landgerichte wird weitere Impulse für eine schnelle und konsequente Strafverfolgung in Hessen setzen. Insoweit unterstützt der Pakt für den Rechtsstaat in Hessen unmittelbar die Sicherheit der Menschen. Auch bei dem Ziel einer effektiven Strafverfolgung im Rahmen des Pakts für den Rechtsstaat komme ich nicht umhin, an den Bund zu appellieren. Persönlich halte ich es für dringend erforderlich, die Möglichkeiten, die der EuGH im vergangenen Monat zur Speicherung von Verkehrsdaten eröffnet hat, auszunutzen. Wir dürfen die Rufe aus der Praxis in dieser Frage nicht ignorieren. Der BKA-Präsident, aber auch die Ermittlerinnen und Ermittler unserer ZIT tragen glasklare Argumente vor. Wir brauchen dieses Instrument zur Verfolgung des Kindesmissbrauchs, weil andere Ansätze im Regelfall nicht zur Verfügung stehen. Und das Quick-Freeze-Verfahren ist allenfalls eine Ergänzung, aber kein Ersatz. Herr Staatsminister, ich will nur kurz an die vereinbarte Redezeit erinnern. Nein. Achso, und es gab noch eine Frage, okay, von Herrn Abgeordneten. In diesen Tagen tritt ein weiteres Phänomen deutlich zutage: Bedrohungen gegen unsere kritische Infrastruktur, eventuell sogar auch durch andere Staaten. Auch an dieser Stelle hat der EuGH die Möglichkeiten für die Vorratsdatenspeicherung eröffnet, und wir sollten sie nutzen im Interesse der Sicherheit unseres Landes. Die Kakophonie der Bundesregierung an dieser Stelle muss ein Ende haben. Die Bundesinnenministerin sollte sich so schnell wie möglich gegen den Bundesjustizminister durchsetzen. Ich komme zu einem weiteren Baustein des Pakts für den Rechtsstaat, und dieser bezieht sich auf die Einbeziehung weiterer Kreise und weiterer Beteiligter. Der Pakt für den Rechtsstaat ist kein geschlossenes Projekt, sondern alle sind herzlich eingeladen, mitzuwirken. Und deshalb habe ich die Vertreterinnen und Vertreter der Anwalts- und Notarkammern im November zu einem Gespräch eingeladen, damit wir gemeinsam erörtern können, welche Möglichkeiten wir für den Pakt für den Rechtsstaat gemeinsam sehen und auch gemeinsam umsetzen werden. Ich komme zum Schluss. Der Hessische Pakt für den Rechtsstaat ist ein starkes Bekenntnis zu unseren Grundwerten und zu einer gut aufgestellten Justiz. Ich bin überzeugt davon, dass wir unsere Gerichte und Staatsanwaltschaften mit den genannten Maßnahmen zukunftsfest machen. Auch der Bund hat große Erwartungen geweckt, indem der Koalitionsvertrag der Ampel eine Verstetigung des Pakts für den Rechtsstaat und eine Erweiterung um einen Digitalpakt vorgesehen hat. Es ist sehr bedauerlich, dass von dem ersten Teil, nämlich der Verstetigung des personellen Pakts für den Rechtsstaat, nun keine Rede mehr sein soll. Keine Frage, der Bund steht vor immensen finanziellen Herausforderungen. Aber dass dabei gerade der Pakt für den Rechtsstaat zum Streichposten wird, ist das völlig falsche Signal. Und Frau Abgeordnete Schardt-Sauer hat in dem Zusammenhang gesagt, dass meine Kritik am Bundesjustizminister schäbig sei. Ich will darauf hinweisen, dass ich das Gleiche vertrete, was 15 andere Landesjustizministerinnen und Landesjustizminister sagen, egal welcher Partei sie angehören. Ich vertrete das Gleiche, was der Deutsche Richterbund sagt. Und ich vertrete das Gleiche, was auch die Präsidentinnen und Präsidenten der höchsten deutschen Verwaltungsgerichte, einschließlich des neuen Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts, einstimmig gesagt haben. Sie fordern nämlich den Bundesjustizminister auf, den Pakt für den Rechtsstaat auch um einen Pakt für den Personalbereich wieder zu erweitern. Anders als der Bund verfolgt das Land Hessen beim Pakt für den Rechtsstaat eine klare Linie. Wir handeln und legen einen Pakt auf, der ein umfassendes Konzept zur kraftvollen Verstärkung der Justiz beinhaltet. Wir setzen auf einen Gleichklang von Verbesserungen in personeller, in rechtlicher, in organisatorischer und in technischer Hinsicht. Diese Punkte greifen ineinander, und das ist genau das,
was unser Rechtsstaat und was unsere Justiz im Moment brauchen. Im Mittelpunkt steht das Ziel, dass sich die Menschen in Hessen auch in Zukunft auf einen funktionierenden Rechtsstaat und eine leistungsfähige Justiz verlassen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Sie haben die vereinbarte Redezeit mit 4 Minuten überzogen. Und insofern wachsen den Oppositionsfraktionen gemäß § 73 Absatz 1 Satz 2 unserer Geschäftsordnung 5 Minuten Redezeit hinzu. Und gemäß der vereinbarten Rednerreihenfolge darf ich nun zunächst das Wort an Herrn Gerald Kummer von der SPD geben. Justizfachmann Rudolf. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, unsere Gesellschaft ist von multiplen Krisen betroffen. Insoweit, Herr Staatsminister Poseck, gibt es natürlich eine Übereinstimmung in dieser Sache, in diesem Punkt. Und ja, ein starker Rechtsstaat ist umso wichtiger in dieser Zeit, in der es diese multiplen Krisen gibt. Und eine tragende Säule dieses starken Rechtsstaats ist eben unsere hessische Justiz. Und, meine Damen und Herren, es gilt der Satz, in einer Krise bewährt sich der Rechtsstaat. Ein Schönwetterrechtsstaat ist das eine. In der Krise muss er sich bewähren, und umso mehr. Und deswegen, und das sage ich am Anfang, Kolleginnen und Kollegen, damit da kein falscher Zungenschlag in der Debatte hineinkommt, wenn es um Kritik üben geht, und darum muss es gehen, sage ich am Anfang, der uneingeschränkte Dank an dieser Stelle gilt natürlich zunächst den Beschäftigten in der hessischen Justiz, die trotz der seit Jahren andauernden Belastungen, einen super Job machen. Das will ich einmal betonen. Sie sind es, die Beschäftigten in der hessischen Justiz, die die Stütze des Rechts sind und damit auch die Stütze unseres Rechtsstaats. Die politische Verantwortung für Missstände haben Sie nicht zu tragen. Das sind andere. Kolleginnen und Kollegen, für einen handlungsfähigen, transparenten Rechtsstaat ist eine personell und sächlich gut ausgestattete Justiz unabdingbar. Das ist so. Und das sollte auch unser gemeinsames Ziel sein. Aber wie war es denn in der Praxis? Die letzte Regierungserklärung eines hessischen Justizministers respektive hessische Justizministerin fand am 30. Januar 2018 statt, also vor mehr als 4,5 Jahren. Mehr als 4,5 Jahre sind vergangen, bis wir wieder eine Regierungserklärung hören durften. Es wirkt fast so, Kolleginnen und Kollegen, als hätte man sich damit vor den Herausforderungen weggeduckt. Die heutige Regierungserklärung, der Wechsel im Justizministerium ist, und das betone ich, das Eingeständnis einer gescheiterten Justizpolitik. Herr Staatsminister Poseck, das Wort von der Bankrotterklärung des Rechtsstaats stammt nicht von mir. Das stammt von Ihnen, allerdings noch in einer anderen Funktion vor einem halben Jahr als oberster hessischer Richter, Präsident des Staatsgerichtshofs und des Oberlandesgerichts. Kolleginnen und Kollegen, die Verantwortung für diese gescheiterte Justizpolitik in diesem Land hat niemand anderes zu tragen als die Partei, die seit 23 Jahren in unserem Land regiert. Die Partei, die seit 23 Jahren in unserem Land regiert, hat die Verantwortung zu tragen. Schlanker Staat unter Koch und Nachfolger. Kolleginnen und Kollegen, heute kann man feststellen, all die Projekte, die damals aufgesetzt wurden, sie sind gescheitert. Veräußerung der Immobilien und Zurückmieten gescheitert. Privatisierung UKGM gescheitert. Finanzpolitische Eskapaden im Swap- und Doppelswap-Umfeld gescheitert. Personalabbau im öffentlichen Dienst gescheitert.
Personalabbau im öffentlichen Dienst. Jetzt komme ich wieder zur Justiz. 2003 800 Stellen abgebaut, bis 2014 noch einmal rund 450. Die Folge waren gesundheitliche Schäden, die Folgen waren Vertrauensverlust bei Rechtssuchenden, fehlende Wertschätzung für die Beschäftigten und bei vielen auch Burnout. Kolleginnen und Kollegen, wie ist die Situation heute? Landgericht, Richter, gehobener Dienst sowie mittlerer Dienst leiden unter Pepsi-Belastung von 108 bis 131%. Amtsanwaltschaften 136%. Staatsanwaltschaften 145%. Verwaltungsgerichte, gehobener Dienst und sonstiger höherer Dienst 147%. Und das berücksichtigt nicht die Altbestände, die auflaufen, weil wegen der Überbelastung gibt es ja Rückstände, die noch zusätzlich abgearbeitet werden müssen. Schwarz-Grün hat über Jahre diese Missstände ignoriert und schöngeredet, meine Damen und Herren. Und das ärgert mich persönlich. Ja, wie oft habe ich hier an dieser Stelle im Hessischen Landtag in den Haushaltsdebatten diese Probleme benannt und aufgezeigt? Und wie oft musste ich mir anhören, es stimmt nicht, was der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion sagt? Alles hatte fatale Folgen. Na ja, das zeigt gewissermaßen an Ignoranz. Kolleginnen und Kollegen, Beispiele aus der Praxis. Entlassungen von Schwerkriminellen, zumindest standen sie im Verdacht, aus der U-Haft, in Klammer Bankrotterklärung des Rechtsstaats. Überlange Verfahren, die Attraktivität der Berufszweige in der Justiz, sie hat gelitten. Gesundheitliche Schäden bei den Beschäftigten. Der Fall Bartle ist nicht verhindert worden. Ein Beispiel aus der Praxis aus Rüsselsheim, Kolleginnen und Kollegen, da ruft mich eine verzweifelte Bürgerin an aus Rüsselsheim und beklagt sich, dass sie auf ihr erstinstanzliches Urteil in einer offensichtlich relativ einfachen, würde ich einmal sagen, Baurechtsangelegenheit seit 11 Jahren warten muss. Auf das erstinstanzliche Urteil wartet diese arme Frau seit 11 Jahren. So, und jetzt, Kolleginnen und Kollegen, komme ich zu den 477 Stellen in dem Doppelhaushalt 23/24. Also reichen denn 477 Stellen? Ist das wirklich, Herr Minister, wie Sie es formulieren, die Grenze des im Gesamtgefüge Verantwortbaren, so haben Sie es bezeichnet? Allerdings sind Sie den Beweis für diese Aussage schuldig geblieben. Das ist zunächst einmal für mich schöne Prosa. Es hört sich gut an, und ich sage dazu auch ein klares Nein. Es reichen diese 477 Stellen nicht. Weil wir müssen doch eins feststellen, es müssen in der hessischen Justiz die Stellen geschaffen werden, die nötig sind, um die Aufgaben ordentlich in der hessischen Justiz zu erledigen, im Interesse unseres Staates und der Menschen, die in diesem Staat leben. Und dafür reichen 477 Stellen nicht. Unserer Ansicht nach sind nach wie vor 1.500 Stellen erforderlich. Und das ist jetzt nicht ein bisschen mehr, weil hier oftmals so die Kritik kommt, Opposition immer ein bisschen mehr. Sie können sich daran erinnern, dass wir bei der letzten Haushaltsdebatte und bei der Haushaltsdebatte davor schon dies gefordert haben im Hessischen Landtag und auch dezidiert begründet haben, wo wir diesen Mehrbedarf sehen. Und ich hätte mich heute gefreut, Herr Staatsminister Posek, wenn Sie heute schon ankündigen, dass Sie nach 2024 hinaus weitere Stellen mit aller Kraft fordern werden. So ist zunächst einmal ja die Entscheidung der hessischen Wählerinnen und Wähler, die das verhindern wird. Nächstes Jahr im September. Aber selbst wenn, dann hätte ich mich gefreut, wenn Sie uns heute schon einmal mitgeteilt hätten, wo das Ende Ihrer Fahnenstange ist. Also wenn Sie heute schon einmal gesagt hätten, nach meiner Meinung, wären es diese 1.500, wäre es sehr zufrieden gewesen, weil das ist die Zahl, die von uns korrekt ermittelt würde. Aber Sie bleiben im Ungewissen. Und die 477 sind ganz einfach zu wenig. Und wenn Sie dann sagen, ich zitiere noch einmal, das sei die Grenze des im Gesamtgefüge Verantwortbaren, muss ich Ihnen sagen. Wenn es möglich ist, eine neue Mittelbehörde zu schaffen, die Notwendigkeit stelle ich gar nicht in Abrede, nämlich ein Landesgesundheitsamt, und dort 400 neue Dienstposten und Stellen zu schaffen, wenn dies möglich ist, dann zeigt das, dass was geht, wenn man es will. Und dann zeigt das auch, dass die 477 eben nicht das Ende der Fahnenstange sind und das Maximale dessen, was zu verantworten wäre im Hessischen Landeshaushalt. Wir können ja auch alle rechnen und wissen um das Haushaltsvolumen und wie teuer 477 Stellen das Land Hessen kommen. Kolleginnen und Kollegen,
Die Digitalisierung der Justiz birgt enormes Potenzial für bürgerfreundlichere, barrierefreiere und effizientere Verfahren. Das ist so. Wichtig, dass dieses Projekt erfolgreich vorangetrieben wird, wäre die effiziente und zeitnahe Umsetzung. Das wissen wir. Die Erkenntnis ist nicht neu. Aber was ist passiert? Es hat der Hessische Rechnungshof schamlos offengelegt, und zwar übrigens initiiert von der SPD-Fraktion, schamlos offengelegt, wie die Realität ist, nämlich ein katastrophales Management im Bereich des E-Justice-Programms. 14 Jahre, um das Projekt E-Justice zu realisieren. Ursprünglich veranschlagt 37 Millionen, jetzt im Doppelhaushaltsentwurf 259 Millionen. Justizstandorte sind zu Druckstraßen der Anwälte geworden, stand zu lesen in den Medien. Und dann formulieren Sie es so, Herr Minister, Sie formulieren es so, es müsste das Tempo erhöht werden. Und da ist mir spontan dabei eingefallen, wenn man bisher in Schrittgeschwindigkeit gefahren ist, dann reicht es nicht, das Tempo zu erhöhen. Und manche sagen sogar, es wäre rückwärts gegangen. Und da das Tempo zu erhöhen, wäre natürlich fatal. Also, es bedarf mehr als das Tempo zu erhöhen. Das ist zu wenig, das Tempo zu erhöhen. Da hat der Hessische Landtag, glaube ich, mehr konkrete Aussagen erwartet, als einfach nur, das Tempo muss erhöht werden. Kolleginnen und Kollegen, es hat, und das muss ich so deutlich formulieren, einer Rebellion in der Justiz bedurft, weil die Landesregierung nicht in der Lage war, die Probleme zu sehen und sie zu lösen. Das waren die Brandbriefe aus dem Landgericht Frankfurt und dem Landgericht Darmstadt und vom Amtsgericht Frankfurt. Der Druck wurde letztlich zu groß. Und plötzlich ist doch richtig, was die SPD seit Jahren in Haushaltsanträgen gefordert hatte. Sie, Herr Minister, nennen das Optimierungsbedarf in der Regierungserklärung. Da fehlen mir, muss ich ehrlich sagen, die Worte. Es bedurfte nämlich quasi einer Meuterei, ich möchte es einmal so bezeichnen, einer Meuterei in der Justiz, damit die CDU endlich aufgewacht ist. Und nun auch noch ein Wort an Sie, Herr Ministerpräsident. Ich finde, es reicht nicht, die politische Verantwortung eines Ministeriums auszutauschen. So schnell wird man die Verantwortung für das Versagen nicht los. Vielleicht wäre auch einmal ein Eingeständnis der gemachten Fehler angebracht und ganz hilfreich. Es müssen Kolleginnen und Kollegen in der Tat Taten folgen. Und insoweit sind wir uns sehr einig, dass Taten folgen müssen. Und da erwähne ich durchaus das, was Sie eben ausgeführt haben, Herr Staatsminister, die Entkriminalisierung des Schwarzfahrens. Ich nenne es einmal so. Ich darf Ihnen sagen, ich habe mich persönlich gefreut, dass Sie als Staatsminister dies in Ihrer Regierungserklärung angesprochen haben, dass Sie damit unseren bereits im Geschäftsgang des Hessischen Landtags befindlichen Antrag, der genau dies so sieht, befürworten und sich dem inhaltlich anschließen, heute in der Regierungserklärung. Das freut mich ausgesprochen, das muss ich sagen. Ich bin allerdings gespannt, wie es weitergehen wird in den Beratungen im Plenum, ob es dabei bleibt und ob unser Antrag zum Schluss tatsächlich die Mehrheit auch von Schwarz-Grün findet und damit endlich diesem Anliegen auch von Ihnen nahegetreten werden kann und wir die Kriminalisierung der Schwarzfahrer ad acta legen können. Ich bin einmal gespannt, wie das weitergeht. Kolleginnen und Kollegen, es müssen Taten folgen. Es müssen Taten folgen. Zum Beispiel Stellenvertretungen im Mutterschutz. Dafür braucht es Personal. Kinderbetreuung in der hessischen Justiz. Wir haben momentan 20 Betreuungsplätze am Justizstandort Frankfurt. Das ist viel, viel zu wenig und unzureichend. Mehr Betreuungsplätze in der hessischen Justiz heißt auch, attraktiveren Berufsumfeld zu bieten. Wie sieht es aus mit der Zukunft der Tätigkeit der Wachtmeister in der hessischen Justiz? Dieser Berufszweig fragt dies nach. Ja, dort bestehen Ängste. Die Folgedienste dürfen nicht vergessen werden. Die Telearbeitsplätze müssen ausgebaut werden und dort insbesondere unsinnige Restriktionen für die Beschäftigten abgebaut. Es kann mir niemand erklären, warum man im Homeoffice die eigenen Drucker nicht verwenden darf. Es geht darum, auch in der Justiz das Ehrenamt zu stärken und nicht zu schwächen. Dazu gehört es auch, dass man die Ortsgerichte nicht schwächt, sondern stärkt
oder ihnen zumindest die Kompetenzen belässt, die sie momentan haben, dass sie auch weiterhin Grundstücksschätzungen machen dürfen, auch für steuerliche Zwecke. Das ist Unterstützung des Ehrenamts und Stärkung des Ehrenamts. Es geht darum, das Schöffenamt anzuerkennen, dort Fortbildungsmöglichkeiten anzubieten, damit noch viel mehr ehrenamtliche Hessinnen und Hessen sagen, jawohl, ich möchte Schöffin oder Schöffe werden bei unseren Gerichten. Wir sind dringend auf dieses ehrenamtliche Engagement angewiesen. Es müssen Taten folgen. Es geht darum, den Justizstandort in Rodenburg zu stärken. Ja, das hatte ich schon des Öfteren ausgeführt. Kolleginnen und Kollegen, eine starke Justiz ist die Säule unseres Rechtsstaats. Das habe ich am Anfang schon einmal ausgeführt, weil die Arbeit dort konkrete Auswirkungen auf unser Zusammenleben hat. Dort zu sparen, ist an der falschen Stelle gespart, weil wenn dort gespart wird und die Menschen negative Erfahrungen sammeln, dann verlieren sie den Glauben an den Rechtsstaat. Und das darf nicht der Fall sein. In manchen Bereichen ist es allerdings schon zu spät, was das Erstarken am rechten Rand uns manchmal vor Augen führt. Kolleginnen und Kollegen, ich schaue auf die Uhr, ich habe ja 5 Minuten mehr, was sehr schön ist. Herr Ministerpräsident, die einen sehen das so, die anderen sehen das so. Entschuldigung. Ja, das ist kein Problem. Kolleginnen und Kollegen, wir sind heute noch nicht da, wo wir vor den Einsparungen von CDU-geführten Landesregierungen gewesen sind. Die Fehlentscheidungen gehen aber offenbar weiter. Ich möchte nur an eines erinnern bzw. darauf hinweisen, dass die Zusammenlegung der sozialen Dienste wir nach wie vor für einen großen Fehler halten. Dort wird etwas zusammengebracht, was nicht zusammengehört. Gerichtshilfe und Bewährungshilfe gehören eben nicht zusammengelegt. Die Ängste der Betroffenen sind aus unserer Sicht gerechtfertigt, weil man dort befürchtet, dass wieder einmal die Qualität zu leiden hat aus Kostengründen, dass man aus Kostengründen an der Qualität wieder spart. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bereich der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger, den gilt es zu stärken, und zwar wesentlich auszubauen mit mehr Personal. Hier nämlich im Bereich der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger, und der Rechtspflegerverband fördert dies ja auch zu Recht, dort nehmen die Menschen unseren Rechtsstaat ebenfalls wahr, wenn es beispielsweise um Grundbuchangelegenheiten geht, um Handelsregistersachen, Vereinsregistersachen oder um Nachlassverfahren. Auch hier ein Beispiel aus der Praxis. Ein Gespräch von mir mit der Anwaltschaft hat doch tatsächlich ergeben, dass es im Lande Hessen so ist, dass Kapitalgesellschaften, also im Wesentlichen GmbHs, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, im Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz angemeldet werden, weil das Registergericht oder die Registergerichte, nämlich das Handelsregister, in Hessen Monate braucht, um die Eintragung von Kapitalgesellschaften vorzunehmen. Das sind konkrete Fälle. Das ist nichts Erdachtes, Herr Minister. Das lässt sich nachweisen durch Gespräche, die man mit der Anwaltschaft führt. Das darf doch nicht sein, dass Firmen im Nachbarbundesland sich anmelden und dort ihre Geschäftsleitung eröffnen, nur weil im Lande Hessen die Handelsregister so lange brauchen, um eine GmbH einzutragen. Kolleginnen und Kollegen, da gibt es einen weiteren Fall aus Merfelden-Walldorf. Da hat eine Erbengemeinschaft jahrelang gewartet auf die Erbauseinandersetzung im Nachlassverfahren. Ja, da hingen Konsequenzen dran. Nicht nur, dass in diesem Mehrfamilienhaus Mieteinnahmen realisiert wurden, nicht nur, dass dieses Mehrfamilienhaus unterhalten werden musste, verwaltet werden musste. Ja, dort hing man jahrelang im Offenen, im Unklaren, weil das Nachlassgericht erst spät oder zu spät die Sache entscheiden konnte. Kolleginnen und Kollegen, es gibt ein kleines Dilemma. Wir werden natürlich als SPD-Fraktion im Rahmen der Haushaltsberatungen einige dezidierte und fundierte Vorschläge machen zur qualitativen Verbesserung der hessischen Justiz, und zwar in vielen bzw. allen Bereichen. Insoweit verbietet es sich heute bei dieser Debatte, bei dieser Regierungserklärung, die Diskussionen natürlich zu unseren Haushaltsanträgen schon vorwegzunehmen. Da muss ich Sie etwas vertrösten auf die anstehenden Haushaltsberatungen, aber die werden spannend, das darf ich Ihnen versprechen. Wir sind gespannt, und die nächsten Jahre werden es zeigen, Herr Minister, und an Schwarz-Grün gerichtet, wie ernst Sie es meinen mit dem, wie Sie es nennen, Pakt für den Rechtsstaat. Sie nennen es Pakt für den Rechtsstaat. Ich nenne es Wiederaufbauprogramm dessen, was man vorher selbst zerstört hat. Oder, auch anders formuliert, Kolleginnen und Kollegen,
erst mit der Kochschen Abrissbirne alles niederreißen und sich dann für den Aufbau loben lassen. Ob man dafür gelobt werden darf, das darf bezweifelt werden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.